einen Rock reingemacht, das aussieht, als wäre es so ein Body. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gesehen habt, habe ich für euch ein Get Ready With Moi Video. Wenn euch solche Videos gefallen, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit diesem Video an. Wie ihr sehen könnt, meine Haare sind schon so, oder meine Perücke ist schon drauf, sagen wir es mal so. Ich habe gerade nur einen Toner benutzt auf meinem Gesicht, sonst habe ich nichts auf meinem Gesicht drauf. Was ich jetzt benutzen werde, also ein Serum, ja, das ist ein Serum, und zwar das hier. Das ist von Fenty Beauty, oder Fenty Skin besser gesagt. Genau, Fenty Skin. Und zwar ist das. Das ist Watcha Tone heißt das. Das ist auf jeden Fall ein Dark Spot Serum gegen dunkle Flecken. Ich benutze das jetzt seit 2-3 Wochen und ich muss sagen, meine Haut hat sich wirklich schon etwas gebessert. Nicht wirklich gravierend verbessert, aber schon etwas gut verbessert. Also ich muss sagen, ich sehe da schon ein bisschen. So, da das jetzt nur ein Serum ist, muss ich nochmal mein Gesicht eincremen. Ganz normal eincremen, ganz normal Moister. Da nutze ich hier was von, das habe ich aus Amerika mir mal geholt gehabt. So ein Kollagen Skin Cream. Das kann ich euch nicht verlinken. Benutzt einfach eure normale Tagespflege. Und genau. So, als nächstes nutze ich hier von Revolution Makeup oder Makeup Revolution, was auch immer. Den habe ich neu geholt gehabt. Den habt ihr, wenn ihr letzte Woche meinen Vlog gesehen habt, habt ihr den schon gesehen. Das ist ein Augenbrauenstift in der Farbe Dark Brown. Und der ist ein Dupe, ein wirklich guter Dupe zum Morphe Augenbrauenstift. Genau, das ist ein guter Dupe dazu. Und damit, wie ihr sehen könnt, line ich halt einfach nur die Augenbrauen ein, also so befüllen. Befüllen, das klingt richtig komisch, aber ja, befüllen tue ich das dann mit was anderem. Vorher ziehe ich einfach nur die Augenbrauen nach. So hier, jetzt müssen wir sie noch befüllen. Das tue ich mit meinem Eyeliner-Stift hier. Ja, ist eigentlich ein Eyeliner, der ist von Maybelline. Das ist der Hyper Easy Brush Tip Liner, Eyeliner, bla bla. Anderes Französisch kann ich nicht lesen. Ich habe den in der Farbe 810 Pitch Brown. Und wie ihr sehen könnt, ich fülle einfach die Augenbrauen damit. Und vorne hin, also ich fülle sie sehr intensiv außen. Und weiter zur Nase hin weniger. Und weiter auch zur Nase hin kämme ich das dann halt auch immer wieder so ein bisschen aus. Genau, damit es so ein bisschen softer, ein besserer Übergang. So eine Art Ombre-Übergang oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Genau. So hier. So wie immer nutze ich meinen Laura Mercier Concealer hier, der hier, um unter den Augenbrauen sauber zu machen. Das ist der Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer, wie gesagt, von Laura Mercier in der Farbe 6B. Und ja, wie gesagt, ich nutze den, um unter der Augenbrauen sauber, oder unter den Augenbrauen besser gesagt, sauber zu machen. Ich schwöre, Augenbrauen machen so was von was aus. Guck mal, ich habe nichts weiter drauf, nur meine Augenbrauen sind gemacht und schon neuer Mensch, period. So, zum Fixieren der Augenbrauen nutze ich hier auch von Revolution Makeup meinen neuen ihr seht da, Brow Glue heißt das. Das ist, ja, Brow Glue, wie gesagt, Revolution Makeup. Ich habe das also in Clear. Ich habe das schon einmal probiert, genutzt, ja, und ich hatte nichts weiter drauf. Ich habe meine Augenbrauen nicht gemacht, ich wollte einfach nur so Glue drauf machen. Das Ergebnis, nach ein paar Stunden war das getrocknet und es hat so ein Residue, so Reste, konnte man sehen und es ging gar nicht. Heute probiere ich es jetzt nochmal. Ich gebe dem Glue hier noch eine Chance. Mit gemachten Augenbrauen. Mal gucken, ob das auch so sein wird. Wenn sollte es so sein, dann flippe ich aus. Sage ich jetzt schon. Weil das geht nicht. So, das hätten wir. Heute machen wir nicht so viel an den Augen, sondern wir machen nachher so einen Bold Eyeliner. So einen richtig nice Eyeliner. Deswegen machen wir nicht so viel an den Augen. Das Einzige, was ich trotzdem machen werde, ist mit einem Concealer. Also ich zeige euch. Ich zeige es euch. Ich nutze jetzt einfach mal diesen Concealer, der ist auch von Revolution Makeup. Das ist der Fast Base Concealer in C13 und den nutze ich jetzt einfach als Augenbase und werde den aber auch trotzdem danach abpudern und dann mein Eyeshadow drauf machen, weil ihr werdet sehen, wieso, weshalb, warum. Aber genau so mache ich das.
So, und jetzt werde ich das Ganze abpudern. So, zum Abpudern nutze ich Huda Beauty. Das ist aber eins, was ich sehr selten nutze von Huda Beauty. Und zwar ist das die Farbe Coffee Cake. Und wie ihr sehen könnt, pudere ich damit halt einfach den Concealer ab. Wir fixieren ihn damit. Nicht nur abpudern, sondern wir fixieren damit den Concealer. So. So. Für meine Eyeshadows benutze ich jetzt einfach einen Bronzer. Kann man auch nutzen, glaubt mir. Und zwar nutze ich den hier von Morphe. Der ist auch unten verlinkt. Und zwar ist das dieser Bronzer, den ich jetzt einfach mal als Eyeshadow benutzen werde. Wie ihr sehen könnt, konzentriere ich das Ganze am Augenäußeren. Und so soll es auch bleiben. Mehr mache ich auch nicht drauf. Deswegen meinte ich auch schon zu euch, es ist ein super simpler Look, den ich heute mache. Genau. Manchmal muss es auch mal was Einfaches sein. Was Schnelles und Einfaches. So Leute, das war's schon. Jetzt machen wir weiter mit unserem Eyeliner. Heute verwende ich mal diesen Eyeliner. Der ist von Essence. Das ist der 24 Ever Ink Eyeliner Intense Black. In der Farbe Intense Black halt. Und damit, wie ihr sehen könnt, line ich diesmal mein gesamtes Auge von Anfang bis zum Ende. Und außen kreiere ich so einen Bold Liner, also schon etwas dickeren Strich, dickere Spitze. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ihr seht, was ich meine. Period. Ihr seht, was ich meine. Genau. So, Leute. Und der Eyeliner ist so perfekt geworden. So, als nächstes nutze ich diese Wimpern. Das sind die Wimpern von Ardell Professional. Das sind deren AD Lashes in der Nummer 953. Die mache ich jetzt drauf und dann bin ich gleich wieder da. So, Leute, die Wimpern sind jetzt drauf. Wir machen jetzt weiter mit unserem Gesicht. Für meinen Primer nutze ich den hier, den Primer von Smashbox. Das ist der The Original Photo Finish Smooth and Blur Primer, wie gesagt, von Smashbox for All Skin Types. Und das ist ein krasser Primer. Der ist teuer, aber der ist auch richtig, richtig gut. Einer der besten Primer, die ich je getestet habe oder benutzt habe oder was auch immer. So, der Primer ist drauf. Wir machen jetzt weiter mit unserer Foundation. Ich nutze heute mal wieder die hier von Kevin Aucoin Foundation. Das ist die The Ever Realist Skin Illuminating Foundation. Wie gesagt, von Kevin Aucoin. Die gibt es bei Douglas. Ich verlinke euch natürlich unten alle die Sachen, die ich benutzt habe. Ich habe da die Farbe Deep EF16. Okay? Die gönnen wir uns jetzt. So, die Foundation ist drauf. So, als nächstes nutze ich meinen Concealer. Der ist auch neu. Der ist auch von Revolution Makeup. Den habe ich mir auch in dieser letzten Bestellung mit gegönnt. In der Farbe C12.2. Dieser Concealer, also der nennt sich Concealer and Define Full Coverage Conceal and Control. Anti, also da ist auch Französisch, können wir nicht lesen. Genau, und das ist ja der Dupe zu Tarte, zu dem Concealer von, ja, von Tarte. Ja, das ist der Dupe, den gönnen wir uns. Also ich muss sagen, Leute, der sieht ganz schön hell aus. Ich hatte ihn noch gar nicht benutzt. Der sieht ganz schön hell aus. Ja, okay, wir gucken mal, wie das Ganze eingearbeitet ist. Wir arbeiten ihn jetzt ein, okay? Also er sieht sehr hell aus. Ich weiß nicht ganz genau, ob das was wird. Aber ja. So, zum Konturieren verwenden wir nun, also es geht voll klar mit dem Concealer. Ich dachte, der wird zu hell sein, aber das geht voll klar. Schaut mal. Zum Konturieren verwende ich hier den Morphe Stick in der Farbe Effect 19. Contour Stick, Stick Contouring. Wie ihr sehen könnt, macht nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Okay, gönnt euch das und ich arbeite das Ganze dann ein mit einem Pinsel. Einen dicken für die Wangen und die Stirn und einen kleinen dünnen für die Nase. So Leute, das ist jetzt unser Face. So, zum Setten des Concealers nutze ich Huda Beauty in der Farbe Cinnamon Bun. So herum. Und ich nutze da, wie ihr sehen könnt, einen Beauty Blender. Der Beauty Blender, den habe ich vorher feucht, um mit diesem Puder zu arbeiten. Muss man nicht. Ich habe es auch schon benutzt mit einem Pinsel. Aber nutzt es nicht mit einem
nicht feuchten Beauty Blender, okay? Mit einem Pinsel, okay. Aber wenn ihr flawless Look haben wollt, benutzt das zusammen mit einem feuchten Blender, wie ihr sehen könnt. Ihr seht es ja bei mir, wie schön das einfach aussieht. Einfach flawless, like girl, girl. Mal flawless, like girl. Yes. Als nächstes, also ihr seht ja, das hier lasse ich noch so drauf. Ich gehe jetzt als nächstes in meine kleine Palette, die super klein ist. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so klein ist. Make-up Obsession, das ist auch Revolution Make-up. Für diese Marke Make-up Obsession. Ultraviolet, so sieht das aus. Das ist mein kleiner Blush. Und ich werde benutzen für den Look, denke ich, die beiden hier. Mix aus den beiden. So, was ich jetzt mache, ist nochmal mit meinem Foundation-Pinsel durchs Gesicht zu gehen, das, was ich immer mache, um das Ganze alles zu vereinen. Ihr seht, es ist jetzt gerade sehr boom, boom. Und dabei werde ich jetzt auch noch dieses ganze Puder einfach auch wegpudern, was man nicht mehr braucht im Gesicht. Das hier unten, überschüssiges hier, bei der Nase, einfach überall, wo es nur geht, kommt das Puder weg. So. Das dunkle Contouring werde ich jetzt nicht setten. Also da gehe ich jetzt nicht nochmal drüber. Ich lasse es jetzt so, wie es ist. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist jetzt nochmal von MAC hier diesen Highlighter zu benutzen. Das ist der Cheeky Bronze Mineral Skin Finish Highlighter. Wie ihr sehen könnt, trage ich das auf meiner Nasenspitze auf. Nasenrücken und bei den Wangen. Ihr kennt das Spiel. So, für meine Wimperntusche nutze ich die hier von Kiko. Ich glaube so herum. Die ist von Kiko, die habe ich mir bei TK Maxx geholt. Das ist die Maxi Mode Volume and Definition Mascara. Genau, wie gesagt, von Kiko. Und die nutze ich nur für die unteren Wimpern, weil auf den oberen habe ich ja die Fakes drauf. Und genau. Zu guter Letzt machen wir noch bei den Lippen weiter. Und zwar für meine Lippen nutze ich hier den Lip Liner. Der ist auch neu, auch von Revolution Makeup. Das ist der IRL Filter Finish Lip Definer in Americano Brown. Okay, so heißt der. Damit line ich meine Lippen, wie ihr sehen könnt. Das Gute ist, hier, also der ist richtig smooth und lässt sich richtig gut auf den Lippen so, der gleitet so richtig schön auf den Lippen. Das finde ich richtig gut. Aber die Farbe ist leider auch nicht 100% meins, weil sie mir ein bisschen zu hellbraun ist. Sie müsste noch stärker, noch ein dunkleres Braun sein, meiner Meinung nach. Aber naja, wir nutzen ihn trotzdem. Und den Lipgloss, den ich rauf tue, das ist der hier. Der ist auch von Revolution Makeup. Das ist der Pot Bomb, heißen die. Plumping Lip Gloss with Vitamin. Und ich habe da die Farbe Glaze, weil ich habe davon noch einen, der heißt Candy. Aber diese Farbe ist jetzt die Farbe Glaze. Und den tue ich einfach ganz normal auf den Lippen drauf. Was ich cool finde bei dem ist, dass er so einen richtig schönen Glanz hat. Der Glanz ist richtig schön und der klebt nicht auf den Lippen. Ne? Das ist mir auch immer wichtig, wenn ich Lipglosse kaufe. Die dürfen nicht so klebrig sein, so voll eklig. So Leute, das ist soweit der fertige Look. Wir werden jetzt noch ein Setting Spray raufhauen. Yes, das Setting Spray, was ich verwende, ist auch von Revolution Makeup. Nein, ich habe nicht geplant, das Video voll nur mit Revolution Makeup zu machen. Das ist jetzt nur ein Zufall, weil ich halt auch so generell deren Produkte verwende. Und die anderen Produkte, die ihr gesehen habt, ich habe immer wieder gesagt, ja, dass sie neu sind. Deswegen habe ich sie jetzt in diesem Video benutzt, weil sie neu sind. Also... Yes! So Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Make-up. Ich mache jetzt weiter mit meinen Haaren, die ich so ein bisschen curly machen werde. Und dafür nutze ich hier mein T3 Curling Wand. Das war so ein Set von 3 in 1. Das nutze ich. Ich werde es euch unten gerne verlinken. Genau, ihr könnt mir dabei zusehen. Ich werde ein bisschen Musik einspielen. Oha, was macht der? Ich werde ein bisschen Musik einspielen und ihr seht mir dabei zu, wie ich einfach die Haare curly mache. Okay. Yes, okay. Gut. Ach so, und mein Hitzeschutz ist das hier, was ich nutze heute für meinen Hitzeschutz. Hitze bis zu... Steht gar nicht dran. Oh, ich sehe gerade, das ist nicht mein Hitzeschutz. Doch, mit Hitzeschutz. Wie viel sagen die nicht bis wo? Aber es ist mit Hitzeschutz. Girl, du kannst nicht mehr, sprechen. Girl, du kannst nicht mehr, reden. Kann man machen. Aber ich glaube... Ich werde die Haare vorher noch mal mit ein bisschen von dem hier
reinsprayen. Das hilft eigentlich nur, dass die Haare gestylt bleiben. Aber ich tue das jetzt vorher rein, weil sonst diese Haare halt nicht so gut curls. Deswegen tue ich das jetzt vorher schon rein. Sie noch mal durch und dann machen wir weiter. Lay back and crack this window. I've been doing my best, taking a moment to rest, feeling stressed out. Give it a good, I put that on good. When it gets hard, I stay on my job like no days off. So Leute, ich bin fertig mit Haare curlen, aber leider die Curls halten sich halt einfach bei den Haaren nicht wirklich, nicht doll, ihr seht es. Ich werde jetzt gleich mein Outfit anziehen und es euch präsentieren, aber das wären die Haare, die leider die Curls. Ich glaube, bei den Haaren muss ich das mit den Bendy Rollers machen, dass das wirklich hält so über Nacht, ansonsten das hält einfach nicht. Naja, jedenfalls sind das die Haare, die ich probiert habe, curly zu machen. It is what it is, können wir nicht ändern. Und das ist mein Make-up. Make-up ist wenigstens sehr gut geworden. Also bis gleich. Leute, da es leider so schnell auf einmal dunkel geworden ist, musste ich hier die Lichter aufbauen. Und heute machen wir es ein bisschen anders mit dem Reveal von dem Outfit, was ihr sowieso schon in den Bildern gesehen habt. Aber ja, das ist der Outfit, was ich anhabe. Wir fangen trotzdem langsam an, und zwar zuallererst die Ohrringe. Die sind von H&M, denke ich. Die hat mir nämlich meine Schwester geschenkt. Die Kette ist von Faye. Ich liebe diese Kette, ne, mit diesem Halbmond oder wie auch immer. Ja, wir lieben diese Kette. Dann habe ich mir einfach noch ein paar Ringe angezogen. Die sind von H&M. Die sind alle von H&M. Die kamen mal in so einem Set. Ich werde euch welche unten verlinken. Und dann kommen wir zu meinem Oberteil, wie ihr sehen könnt. Das ist dieses wunderschöne Mesh-Oberteil in dieser Cotta, sagt man Cotta-Farben. Also ihr seht, es ist so ein Braunrot mit diesen schwarzen Punkten, die so einen Samtstoff haben, diese Punkte. Die sind überall, ist so ein Neckholder, ist natürlich, wie gesagt, Mesh, also ist durchsichtig. Drunter einfach nur einen schwarzen Bralette angezogen. Und kombiniert habe ich das Ganze, also das ist ein Shirt oder ein Oberteil, ist kein Body, aber ich habe so einen Rock reingemacht, das aussieht, als wäre es so ein Body. Genau, das habe ich von AliExpress, wenn ich es finde, verlinke ich es euch natürlich unten. So, und dann habe ich dazu einen Rock von Zara an. Und zwar dieser wunderschöne schwarze Rock, ein simpler Rock, aber der so ein Look mit so einem schwarzen Rock. Ich habe den Rock in schwarz, braun, grün, schwarz, braun, grün, weiß. Ich glaube, das war's. In diesen Farben habe ich den. Ja, wie ihr sehen könnt, ganz normal, kleiner schwarzer Rock. Hinten hat er so einen, schon so einen hohen Schlitz. Ja, doch, der ist schon sehr hoch, der Schlitz. Schon sehr hoch, der Schlitz. Auf jeden Fall, genau. Dass man ein bisschen Beinfreiheit hat oder sowas in der Art. Der hat so Rillen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das erfassen kann, aber der hat so Rillen. Der geht jetzt nicht einfach nur so durch, sondern genau, hat so Rillen. Ich liebe diesen Rock, weil man ihn im Winter, im Sommer, im Herbst immer anziehen kann. Zu verschiedenen Sachen. Und das Ganze habe ich kombiniert mit diesen wunderschönen Boots. Die sind auch von Zara. Die habe ich mir im Sale geholt. Ankle Boots würde ich schon fast sagen. Oder etwas drüber als Ankle. Im Braun, spitz nach vorne. Der Heel, ein Glück, der ist nicht zu hoch. Und dadurch, dass er hier sehr dünn ist und nach unten hin breiter wird, geht das voll klar. Ich trage Größe 37 und die Schuhe passen perfekt. Die habe ich dazu kombiniert. Das wäre die Tasche, die ich dazu tragen würde, weil sie auch so einen braunen Optik hat. Mit so einem, also sie ist braun, braun-schwarz. Hat die Details sind in Gold. Die ist auch von Zara, die habe ich auch schon vor lange. Und ich liebe die Tasche, weil sie kleines, aber doch groß. Es passt immer voll viel rein. Die würde ich auf jeden Fall dazu kombinieren. Und zu guter Letzt, Leute, das hier wäre das Parfum, das ich dazu
tragen würde. Mon Cheri bei YSL. Nicht Mon Cheri, sondern Mon Paris. Entschuldigung, Mon Paris bei YSL. Ne? Ja, Mon Paris bei YSL. Ich liebe diesen Duft. Hey, girl. Leute, der passt richtig dazu, weil dieses Outfit ist schon sehr elegant. Aber dadurch, dass es so Mesh ist, ist sexy. Man kann das zu einem krassen Business-Outfit oder man geht was Schickes essen. Jetzt gerade zu der Zeit mit langem Mantel. Weil ich habe ja Stiefel an, es geht voll klar. Ja, dazu würde ich es anziehen und der Duft hier passt einfach. YSL macht die besten Düfte, sorry not sorry. Also die besten Düfte, die ich mir leisten kann, weil ich glaube, es gibt noch bessere Düfte, aber das ist dann so eine Preisklasse, wo ich so denke, Ja, auf jeden Fall ja, den würde ich dazu tragen, den Duft, den verlinke ich euch auch natürlich unten. Ihr findet alles unten. Ihr findet auch teilweise Affiliate-Links unten bei diesen Affiliate-Links. Ihr klickt drauf und ich kriege eine Kommission. Das war's. Mehr passiert da nicht. Oder wenn ihr nicht auf die Links gehen wollt, könnt ihr euch selbstständig die Sachen raussuchen. Ist auch kein Problem. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Unten steht auch nochmal, was ein Affiliate-Link ist. Und ja, Leute, das ist es dann mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video. Peace.